Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar ist es, wie man hier unschwer erkennen kann, na gut, ich erkenne es nicht, aber ihr vielleicht, es geht um Samurai Pizza Cats, von dem ihr hoffentlich vorhin das Intro gesehen habt von der damaligen Anime-Serie. Falls mir das Intro nicht gesperrt wird von YouTube. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, das Spiel geht noch nicht gleich los, glaube ich. Nee, ich kann noch ein bisschen was erzählen. Also der Anime startete 1990 bis 91, glaube ich, in Japan mit 54 Folgen. Und hierzulande kam es 1992 raus mit 52 Folgen, glaube ich. Also es geht um, ja, drei Katzen, könnte man sagen. Um, wie hießen die nochmal? Speedy Gorgonzola, ja. Guido Casanova und Polly Esther. Ja, seltsame Namen, ich weiß, aber was soll's. Ja, das sind quasi drei pizzamachende und ausliefernde Katzen. Aber das Ganze ist natürlich nur Tarnung. Grundsätzlich sind sie dafür da, um Unheil in ihrer Stadt, wie sie doch mal Little Tokyo, glaube ich, zu unterbinden, ja. Ja, ich habe mir als Kind die Anime-Serie natürlich angesehen. Ich fand die damals total geil, ganz im Ernst. Aber mittlerweile habe ich mir wieder ein, zwei Folgen auf YouTube angesehen. Die gibt es hier tatsächlich noch auf Deutsch. Wie geil. Mittlerweile muss ich sagen, um was geht's da eigentlich in dieser Serie? Hallo? Nee, das, klar, als Kind, wow, super Sendung, ole ole. Aber jetzt, hö, wo ist der Sinn der ganzen Sache? Klar, ich mag's immer noch wegen Nostalgiestimmung etc., aber naja, ist da wirklich für Kinder ausgelegt. Aber ich mochte das und ich find's auch immer noch cool, weil das kennt so gut wie niemand mehr, ganz im Ernst. Mich würde mal interessieren, hat das jemand von euch wirklich noch damals, so 1992, original im Fernsehen gesehen? Samurai Pizza Cats? Also, ich gehöre definitiv dazu, aber so wie ich das feststellen musste, kennt das kaum mehr jemand. Aber genug gelabert, wir versuchen zu spielen und ihr drückt mal Start. Ich habe immer noch keinen Ton, ist das normal? Moment mal kurz. Ah, jetzt haben wir Ton, super. Was, press Start to, was? Was? Wer ist das denn? Break Rocks. Gotten. Gräbt Löcher, ja. Was sind das für Viecher? Mitul. Fliegt höher, ja. Niki. Kann schwimmen? Wer ist das? Hallo? Your players must work hard to win. Ja. Aber warum gibt es jetzt auf einmal so viele Katzen? Es gibt nur drei. Was? Level 1. Aliens, wahre Natur. Was? Jetzt kommt die Vorgeschichte, oder wie? Das ist, was? Edoropolis. Also ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach nur Little Tokyo. It's Paradise hier. Aha. Eines schönen Tages. Also oder nur eines Tages, meinetwegen. Wow. Bam, bam, bam. Was? Über der Stadt greifen Aliens an. Was ist das für ein Vieh, bitte? Seht es euch an. Was? Ah, das ist Speedy Gorgonzola, glaube ich. Oder Guido Casanova? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was? Ah ja, ich muss vielleicht lesen. Was? Ja, wir müssen jetzt bekämpfen, nehme ich an. Kann ich was drücken? Ah, was? Wo wir genau? Ah, mit... Was? Also, das ist... Pururun. Was? Pururun. Das ist auf jeden Fall Polyester. Und ich glaube, Yataro müsste Speedy Gorgonzola sein. Und das hier Guido Casanova. Ich kann jetzt mit einem der drei spielen, aber warum? Vorhin wurden mir noch ganz andere vorgestellt. Ich werde schon sehen, wie es funktioniert. Ich werde erstmal mit Polyester spielen, weil ich diesen Namen für eine Katze total cool finde. Start bitte. Ah, jetzt. Ah, ich kann kämpfen. Ich kann... Also, ich kann springen, ich kann laufen, ich kann... kratzen kann ich noch. Was ist das? Was? Was habe ich jetzt gemacht? Aha, ich habe ein Herz geschossen. Was ist dieses... Ninpo oder Ninpu vermute ich da unten. Was? Wow, da oben wollte ich jetzt gar nicht lang gehen. Okay, ich kann auf jeden Fall... Wow! Was bist du denn? Eine Krähe? Ah, ich stehe noch auf diesem Haus. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Zack! Zack! Okay, die Steuerung funktioniert schon mal recht gut. Aber... Halt! Was? Was ist das da? Als habe ich da etwas Neues. Kann ich jetzt das da... Was? Ein Bumerang. Wow. Ne, Moment mal. Ich soll Start drücken, glaube ich. Und aha! Aha! Rita, ich glaube, der war stark. Der konnte irgendwie fliegen. Der... Weiß ich auch nicht mehr. Scheiße, hätte ich mir vielleicht merken sollen, was die alles können. Aber ich glaube, der war stark. Kann ich jetzt mit dem vielleicht... Ja! Ha! Ach so! Was ist das da? Wow. Was? Was? Was?
Warum konnte ich jetzt den nicht besiegen? Ich will nicht mit dir spielen, hallo? Was kannst du nochmal? Du hast irgendwie... Seht ihr das an? Der hat irgendwie Drachenflügel. Mit dir kann ich jetzt... Was? Was? Ah, mit... Ah, so, der kann fliegen, verstehe. Ah, scheiße, da unten ist eine Hilfeleiste. Was kannst du nochmal? Ich glaube, der konnte schwimmen, oder? Was kann der nochmal? Wow! Ah, aha, der kann graben. Ah, ja. Gut, dass ich den gerade... Ja. Wie soll ich jetzt den hier bekämpfen? Manu! Hallo? Du dummes Vieh. Aber da die Hilfeanzeige geht, geht zurück. Also ich sollte vielleicht die Katzen nicht einfach so sinnlos einsetzen. So. Ja, super. Ha! Erledigt mit meinem Bumerang des Todes. Den hier auch? Was ist das da oben? Ist wieder ein Upgrade für mich? Hä? Moment, wer kann nochmal fliegen? Du, glaube ich, oder? Ja. Jetzt habe ich irgendwie was Neues. Manu, die sind doch scheiße. Was ist das hier? Ah, die Hilfeanzeige wurde wieder maximiert. Perfekt. Mann, ich will wieder Polyester haben. Was ist das da? Eine verkackte Möwe. So, und hier komme ich wieder nicht durch, oder? Nee. Nee. Ich brauche wieder diesen Rikinoshin. Bam. Moment, wer kann jetzt schwimmen, verdammt? Scheiße. Der war stark, der kann fliegen, der kann... Ja, der hat gegraben, dann muss das der sein. Und! Ja. Ich will jetzt gar nicht probieren, ob die anderen Katzen auch schwimmen können. Ich will es gar nicht erst... Wow! Ich will es gar nicht erst versuchen. Wo muss ich jetzt lang, bitte? Links, rechts? Ich gehe mal links. Vielleicht habe ich aber sie übersehen und die Gegner spawnen erneut. Das ist kacke. Wir machen mal... Hallo? Wir machen mal das hier auf. Gib mir ein Herz. Perfekt. Ich komme daran. Perfekt. Oh nein. Hallo. Irgendwie halten diese Riesenviecher zu viel aus. Wow. Ich habe wieder was gekriegt. Irgendwas war jetzt gerade komisch. Ich konnte mich gerade ultra schnell bewegen irgendwie. Mann, ich weiß nicht, wie ich die bekämpfen soll, verdammt. Vielleicht mal nicht ständig mit diesem Riesenvieh rumrennen. Oh nein, oh nein. Komm nicht zu mir, komm nicht. Nee, du kommst nicht zu mir, gut. Vielleicht muss ich die wirklich von hinten besiegen. Offenbar. Da unten kann ich... Nein, kann ich da rein? Nee, kann ich... Was? Was habe ich jetzt gemacht? Moment, wie habe ich das gemacht? Ah, zweimal eine Richtungstaste drücken, dann rennt Polyester. Das sieht ein bisschen seltsam aus, wenn sie rennt, aber... Ja. Halt! Da sind wir doch reingegangen, oder? Ich glaube einfach mal. Ich will es gar nicht weiter austesten. So, weil... Ah! Ich glaube, viel gibt es hier gar nicht zu übersehen in diesem Spiel. Nehme ich jetzt einfach mal... Oh, scheiße. Ha! Ich habe ihn von vorne erledigt. Okay, das geht offenbar auch. Perfekt! Halt! Böser Vogel! Okay, das... Okay. Okay, mit Polyester kann ich kämpfen. Kann ich kämpfen, wollte ich gesagt haben. Oh, gib mir das Herz, das mich hier voll auffüllt. Wie geil ist das denn? Dann wieder du hier. Perfekt. Ich bin die Ultrakatze hier. Bam, ich bin stark. Was? Was seid ihr denn? Was ist das bitte für ein Kack hier? Hallo? Sind viel zu schnell für mich. So. Geht doch. Schon Ende? Was? Was? Die Aliens sind, was greifen an? Ja. Ah, das ist, der Bösewicht dieser Sendung. Auf Deutsch glaube ich, was? Da habe ich nicht aufgepasst. Auf jeden Fall ist das Big Zaster, glaube ich. Nee, das ist nicht Big Zaster. Big Zaster war der Ultra-Boss, das war irgendwie... Was? Papier 1, toll. Der kontrolliert also die Aliens, meinetwegen. Nee, Big Zaster war der Ultra-Böse, der war irgendwie ein... Moment, ich will mit Polyester kämpfen. Das war irgendwie eine Katze oder ein Fuchs oder so, ich weiß auch... Hallo? Wie muss ich den bekämpfen, bitte? Was? Es macht Bing, Bing, Bing. Ich weiß nicht, ob ich dem so Schaden mache. Es...
Was war das für ein Boss, bitte? So ein Quatsch. So ein Quatsch, ey. Was aber, ich glaube, wir haben es geschafft. Was? Ah ja, wir haben gewonnen. Schön. Das muss Big Zaster sein, genau. Ah, nicht schon wieder. Das muss irgendwie sonst ein böser Typ sein. Ja, beim nächsten Mal. Die Musik erinnert mich irgendwie an Ninja Gaiden. Was ist jetzt kaputt? Ist der jetzt böse? Ja, der ist jetzt böse. Bam! Was? Okay, der Typ hat aufs Maul gekriegt. Was? By the will of Nanki. Was? Wir beschützen die Stadt halt. Ja. Müssen das Geheimnis finden. Ihr Geheimnis? Au. Was? Ja, was für ein Geheimnis? Keine Ahnung. Kann ich weiterspielen? Ja. Aha. Was? 2, 3, 4. Zur Runde 1 kann ich nicht mehr. Okay, ja, da würde ich sagen, wir beginnen bei Runde 2. Also machen wir Runde 2 weiter. Und wer das ist unten links, die, an die erinnere ich mich auch nicht. Vielleicht war das die... Ich weiß doch auch nicht, die am Telefon, die Pizza-Bestellung entgegennahm. Könnte ich mir gerade vorstellen. Was? Level 2, wo ist das? Wo ist das bitte? Jetzt habe ich ein... Jetzt ist es nicht mehr deutsch, super. Also ich weiß nicht, ob das jetzt am Spiel liegt oder am Level. Weiß ich nicht. Scheiße. Fuck. Egal, so viel Kluges können die gar nicht labern. Ja, sie gehen auf jeden Fall jetzt dahin. Was gibt's da noch? Was? Erdbeben? Oder... Wer ist das, verdammt? Vermutlich wird die jetzt entführt. Nehme ich mal an. Ja, ich spiele mit diesen Texten, da kann ich leider nichts anfangen. Es tut mir leid. Scheiße. Auf jeden Fall, was? Was? Ihr Kopf ist aufgegangen und da kommen... Was? Bomben, Granaten, irgend sowas? Was passiert da bitte? Ich nehme an, der hat jetzt die Explosion gehört. Und er ist böse. Ne? Hä? Kann man mit diesen Buchstaben irgendwas anfangen? Ja, diesmal nehmen wir Speedy Gorgonzola. Oder Yataru. Ah, der hat sogar ein Schwert dabei. Daran erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr. Was sind das für Gegner, bitte? Bam! Bam! Hier! Ah! Was? Ah! Upgrade für mich! Ah, langsam verstehe ich das, glaube ich, da unten. Es gibt drei Waffen. Vorhin war da irgendwie ein Chirurg, jetzt ist da eine Art Feuerball. Irgendwie habe ich vorhin doch schon gesagt, das erinnert mich irgendwie an Ninja Gaiden. Ich weiß jetzt vermutlich warum. Weil wegen diesen ganzen Waffen hier. Könnte ich... Au! Ah, der kann auch rennen. Was ist das denn? Ein Dingens da. Wie heißt es? Ein Eichhörnchen oder so. Soll ich da schwimmen oder fliegen? Ich glaube, ich versuche zu schwimmen. Das war der da, oder? Ja. Hoch da. Danke. Der kommt sogar hoch, danke. Was sind das für Viecher? Ganz im Ernst. Oh, oh Gott. Danke. Sehr gut, wir haben's überlebt. Das Herz da hätte ich dann... Was? Wie soll ich an das Herz kommen, bitte? Muss ich jetzt hier runter? Ich hoffe doch. Ja, ja. Natürlich, genau in den Gegner rein. Super. Aber da gibt's ein Herz da oben. Habe ich gesehen. Und ich will... mit dem kämpfen, wenn ich den schon ausgewählt habe. Mann, ich... Was? Wo muss ich lang, bitte? Ich gehe mal einfach ganz nach unten. Aber der... Was? Ja, mit Luftblasen greift er mich an. Natürlich. Die verfolgen mich sogar, die Luftblasen. Hallo? Wo gehe ich jetzt genau hin, bitte? Hä? Viel zu viele Wege. Könnte ich da noch tiefer? Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich nicht sterben. Nee, ich gehe jetzt hier nach oben. So, ich nehme das mit. Obwohl unsere Hilfeanzeige eigentlich voll ist. Aha, wir sind... Aha. Verstehe. Super. Super. Riesengeheimnis. Toll, danke. Fuck. So.
Du bist mir egal hier. Das Herz ist sogar wieder da. Meinetwegen. Ah. So, stirb. Wegen diesem halben Herz. Wo muss ich denn hin? Halt, muss ich da vielleicht hochfliegen? Hier rüber. Nein. Gut, dann nicht. Moment. Wenn ich schon schwimmen muss, nehme ich den. Der ist vielleicht irgendwie schneller. Ah, nee, hier kann ich weiter. Aha. Aha. Hier ist ein Ultra-Gegner hier. So, tot. Upgrade für mich. Gilt es jetzt eigentlich für alle Katzen, oder? Ja, es sieht so aus. Interessant. Ui, du kannst mir irgendwie gar nichts. Ist hier noch irgendwie ein Geheimnis oder so? Nö. Nein! Das ist vermutlich der Trick dabei. Man geht da hinten nachsehen und dann kommt der Gegner wieder. Oh, oh, mein Dingens hier. Jetzt habe ich eine Art... Was? Jetzt bin ich runtergefallen. Mann, du Ster... Hallo? So, war nicht so cool von mir. Wenn der nächste starke Gegner kommt, dann würde ich gern mal... Meine Waffe ausprobieren, ja. Ich hätte mal gern wieder ein Herz oder so. Die Gegner droppen irgendwie auch nichts, oder? Nice, böse! Ah! Nemi, geh, schnetz! Was? Ah, nerv dich nicht mehr. Ich bin eine große Nase Mini. Ich bin eine Gemma. Ich hoffe, dass das geht dann wieder weg, dieser Fehler. Hoffe ich mal. Ja, sie hat vermutlich den Bösen bereits überwältigt und hat sich jetzt vermutlich in uns verliebt. Also in den hier. Oder was sollen mir diese Zeichnungen denn bitte sagen? Was? Ah, nee, ich dachte schon, jetzt kommen wieder normale Buchstaben. Aber nö, es sind wieder so... So gekritzelt. Schade. Ja, was denn jetzt? Was? Kommt kein Boss jetzt? Da, wow! Wow! Was ist das da oben? Egal. Leute, ich muss schneiden. Das war's für heute. Das war's mit dem ersten Part für Samurai Pizza Cats. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.